Ich freue mich, der Reini ist da. Und der Reini hat frei, hat er mir gerade erzählt. Ja, komplettes Wochenende frei. Ich mache ja nichts mehr. Weil der Reini macht eigentlich Tätowierstühle und ist angereist. Und du hast jetzt aber deine Stühle alle vergeben. Also du hast die den Künstlern gegeben und deswegen hast du keinen Stand mehr und bist frei. Genau. Also Leute haben mich gefragt, ob ich helfen kann. Dann habe ich meinen Stand abgebaut, denen mein Material gegeben und gesagt, viel Spaß. Und ich mache jetzt ein schönes Wochenende. Sehr geil. Wie läuft das normalerweise, wenn du so einen Stand hast? Dann stehen da die Stühle und die Leute können die ausprobieren? Ja, zum Teil. Also ich habe immer irgendwas Neues mit, Kunstlederkollektion, Hocker, bla bla bla. Für die Leute zum Ausprobieren, für mich zum Sitzen, selbstverständlich, das ist ja angenehm. Stimmt, müsste ja einer der gemütlichsten Stände sein. Ist es. Also ich habe einen Massagestuhl im Normalfall. Mit Sitzheizung. Wo ist der jetzt? Den braucht jetzt keiner. Der steht jetzt irgendwo bei Randy, Heaven of Colors, glaube ich. Den gehe ich gleich, den wirst du mir gleich zeigen, dann probiere ich den aus, dann probiere ich den aus. Wie lange machst du das schon mit den Stühlen? Seit 2012 haben wir angefangen. Mhm. Und eigentlich aus einer Jux- und Tollerei-Idee heraus, weil eine Freundin gesagt hat, kannst du sowas bauen? Sag ich, ja, aber nur besser. Und dann habe ich die ersten zwei Prototypen gemacht, da waren wir in Gleisdorf und in Bregenz. Und die meisten Leute haben gesagt, okay, das braucht keiner, das ist zu teuer, will keiner. Aber nach 6 Jahren, sage ich mal, sind wir trotzdem noch da. Scheint ja doch der ein oder andere gewollt zu haben. So 300 Stück gibt es in der ganzen Welt mittlerweile. Zwischen Brisbane, Moskau, New York, Miami, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie bist du da hingekommen? Also was hast du gelernt? Oder was, wie war so der Karriereweg, sag ich mal, dass sich das ergeben hat? Ja, ich komme eigentlich aus einem komplett kleinen Kaff in Österreich, so 1000 Einwohner, und habe Schlosser gelernt. Habe dann Schlosser gelernt, das hat mich auch nicht irgendwie erfüllt, dann habe ich mal HTL gemacht, also diese höhere Schule, hat mich nicht erfüllt, dann habe ich irgendwann einmal studiert, dann war ich in der Elektronik, habe Autos gepanzert für die UNO, habe auch Blumen gebunden als Florist, habe Landmaschinen gemacht, Traktoren repariert. Und das hat sich einfach entwickelt und war dann zum Schluss bei meinem letzten Arbeitgeber, das ist einer der Marktführer im Bereich höhenverstellbares Arbeiten, ergonomisches Arbeiten, und war dort Einkaufsleiter, war die meiste Zeit in Asien. Und dadurch eben auch diese Affinität mit den elektrischen Stühlen, mit ergonomischen Arbeiten und Arbeiten so, dass die Leute nach 6 oder 8 Stunden nach Hause gehen können ohne Rückenschmerzen. Weil jeder Tätowierer, und wir wissen es alle selber, Rückenschmerzen ist ein Horror. Und genau das war dann mein Ansatz, und natürlich stabil und in Österreich gefertigt zu 100%. Also weil wir, ich sage mal, ich bin stolz, Steirer zu sein, und das hänge natürlich auch weit raus. Und sage mal, ich lebe dort, ich verdiene dort mein Geld, ich lasse mich in Österreich, in Deutschland rundherum tätowieren, die brauchen auch Geld. Also dort, wo wir arbeiten, wo wir leben, verdiene ich mein Geld. Und ja, das finde ich sehr gut. Und was würdest du sagen, hebt die Stühle besonders hervor? Also im Gegensatz zu den anderen Modellen auf dem Markt? Es ist stabil. Zu jedem Moment zu 100% stabil. Ja, das ist eines der Aushängeschilder, würde ich sagen. Und natürlich der persönliche Service. Da bin ich, da ist Mike, es ist komplett scheißegal. Du kannst anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sollte irgendwas kaputt sein, aber ich sage mal, ich habe jetzt den ersten Stuhl an Flo Karg ausgeliefert vor 5 Jahren. Ich habe bis heute nichts repariert. Das ist doch cool. Darf ich bei euch in der Kundenservice-Hotline arbeiten? Das ist bestimmt ein schöner Job dann. Das war so ganz gemütlich. Es wäre wahrscheinlich angenehmer für die Kunden, wenn sie bei dir anrufen, als wie bei mir. Sehr gut. Was hast du denn, also hast du mit Tattoos denn persönlich auch was zu tun? Also ich sehe jetzt, da, ich habe es gesehen, das Bein. Ja, ich habe schon eine Kleinigkeit, habe ich schon. Ja. Also Flo Karg war mein erster Kunde, hat mir mein erstes Tattoo gemacht mit 38. Also ein Spätzünder, was die Tattoos angeht. Spätzünder, ja. Ja, klar. Aber die Leute haben ja vorher ohne Tattoos akzeptiert in der Szene. Es ist nicht leicht, definitiv. Ja, mach was. Mach in der Tattoo-Szene irgendwas. Jeder weiß genau, was du machst. Wie meinst du das? Du kannst in der Tattoo-Szene im Endeffekt leben als Tätowierer, ja. Aber jetzt komme ich, der No-Name, aus dem Kaff in Österreich, baue Tätowierstühle, die dreimal so viel kosten wie alle anderen, und bin aber nach 6 Jahren noch immer da. Warum? Weil ich denke, ich habe es richtig gemacht. Ja. Ich weiß, was ich mache. Ich mache es mit Herzblut.
mit meiner vollen Energie, die ich habe. Und was anderes mache ich nicht. Also würdest du sagen, du hattest dann schon Startschwierigkeiten, weil die Leute erstmal dann, wenn was Neues kommt, obwohl ja eigentlich, es wird ja immer nach mehr Toleranz geschrien, oft von Tätowierten, und das dann aber trotzdem in der Szene gesagt wird, ja, der kommt jetzt neu, ja, ne, nehmen wir erstmal so nicht an und warten, was passiert, oder was meinst du? Ja klar, also ich habe meine erste Convention gemacht 2012 in Bregenz. Da haben die Leute zu mir gesagt, du kannst dir nicht einmal Tattoos richtig schreiben. Weil eben das Brand Tattoo mit weichem D und Doppel-O ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst aber mal überlegen, was ich mache. Aha. Und dann habe ich ja wirklich Freunde kennengelernt, mit denen ich mich heute noch sehr gut verstehe. Und die mich auch natürlich unterstützt haben. Ja. Habe natürlich meinen Mentor, so offenes Geheimnis, Andi Engel, ist einer meiner Freunde der ersten Stunde. Bei dem gehe ich aus und ein. Und der hat mir natürlich auch gesagt, probier das, mach so. Ohne die Leute wäre ich nicht hier. Ja. Meinst du denn, es hätte geholfen, wenn du jetzt total von oben so tätowiert gewesen wärst? Dass dann die Leute gesagt hätten, ah ja, der kennt sich aus mit Tattoos, dann kennt er sich auch mit Tattoo-Stühlen aus? Nee. Nee. Nein, glaube ich nicht. Nee. Weil ich denke für mich, dass die Leute mich kennengelernt haben als den Stuhlreini. Der macht Stühle. Der muss nicht tätowiert sein, aber er weiß, was er macht. Ja. Er weiß, was er macht und ist zu 100% immer da und loyal. Ich habe auch meine Fehler, klar. Ich trinke gerne mal einen, aber... Und? Wer macht das nicht? Und ganz ehrlich, ich bin jetzt seit Donnerstag hier, bin jetzt seit 4 Tagen nur am Labern und habe bis jetzt nicht einmal alle meine Freunde hier getroffen. Du hast schon neue Freunde getroffen. Neue Freunde getroffen. Ich sehe das als meine Aufgabe, Netzwerken. Das bin ich. Deswegen, ich habe auch kein Band und nichts. Ich laufe hier rum und bin einfach hier. Bin einfach hier. Mein Stand ist weg, ich bin immer noch hier. Ja klar. Sehr gut. Mich würde noch so interessieren, wann hast du dich denn dann, oder warum hast du dich denn dann entschlossen, dich auch tätowieren zu lassen? Das war ganz blöde Geschichte. Der Flo hat ja meinen ersten Stuhl gekauft und hat gesagt, okay, mein erster Kunde darf mir das erste Mal tätowieren. Dann habe ich, obwohl Flo ein guter Freund mittlerweile von mir ist, 3 Jahre auf den Termin gewartet. Und dann hat mich Flo tätowiert. Und was war dann? Also war das das Bein oder war das was anderes? Wow, cool. Das kleine Auge. Das kleine Auge, klein. Das kleine Auge auf der Brust. Nein, das war das Erste. Ja. Das war für mich, wie ich nach Hause gekommen bin, das war wie ein Fremdkörper. Ich habe mir den Spiegel angeschaut und gesagt, scheiße, geht das wieder weg? Ja. Aber nach 2 Tagen war es gut. Das ist auch eine interessante Geschichte, wie man das so... Ist auch die Story dahinter. Ich habe mir gesagt, du musst nach vorne schauen, nie zurück. Das war auch kurz nach der Trennung und so weiter. Also es hat genau alles zusammengepasst. Ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dich mit dem Gedanken auseinandergesetzt hast, auch noch, doch nochmal ein Tattoo zu machen? Ja, ich bin, dadurch, dass ich viel auf Messe bin und ab und zu mal eins trinke, dann mache ich immer irgendwo einen Termin aus. Das ist nämlich scheiße, ne? Und dann ist aber mein Fuß zum Beispiel entstanden aus einem Jux mit Brent. Brent, hast du Zeit? Ja, klar. Brent wohnt eine Stunde, 1,5 Stunden weg von mir. Aber tätowieren tun wir uns in Zwickau, in Paris, in London, aber nicht zu Hause. Also Alternatives sind auf Convention entstanden. Nur Convention. Oh, was gibt's denn diesmal? Nee, diesmal gibt's gar nichts. Warum? Es tut weh. Also, guter Grund. Ja. Muss ich schon sagen, das stimmt. Also, weißt du denn, machst du das dann immer eher spontan oder hast du manchmal auch so Ideen, was Tattoos angeht? Nee, mache ich spontan. Ich lasse aber den Künstler komplette Freiheit. Ja. Kann machen, was er will, es muss nur schwarz sein. Also, ich stelle mir das so vor, du bist auf Convention, dann ist dir langweilig, dann trinkst du 3 Bier oder 5 oder 7 und dann quatschst du und dann sagst du irgendwann, hey du, kannst du mir eigentlich auch mal was machen, überleg dir was. Ja, mittlerweile, ich habe schon Termine, das, so ist es nicht. Also der Körper ist verplant. Aha. Ja, ja. Aber also du weißt noch nicht was, aber die Stellen sind verplant. Der ganze Körper ist verplant, ja. Was? Und was meinst du, wann es soweit ist, dass alles voll ist? Ist mir egal. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Ja. Ja. Das finde ich sehr cool. Das ist eine sehr gelassene Einstellung. Aber bedenke, es tut weh. Das weiß ich. Das haben wir ja gerade gesagt. Ah ja, geile Stühle, kann ich wenigstens zumindest gut liegen. Außer bei Brand, beim Traditionellen oder bei Lawrence. Da liege ich am Boden.
Aber dann habe ich auch meine eigene Matte mit Schaum. Ach so, also du lässt dich auch grundsätzlich dann nur auf deinen Stühlen tätowieren? Oder hast du auch mal eine andere Erfahrung gemacht? Ich habe alles andere auch ausprobiert. Aber ist es mir am Boden. Ja? Ja, das Traditionelle. Okay, aber das ist ja dann für die Künstler wieder unangenehmer, ne? Die sitzen ja dann so gehockt, oder? Im traditionellen Tatau ist es einfach so. Ja, ja. Ich glaube, die sind auch etwas... ganz anderes, ja. Entspannt. Teilweise schlafe ich ein, teilweise tut es wirklich weh. Ja. Ja. Also wir haben einen Teil vom Fuß in Paris gemacht, in 6 Stunden. Am Freitag, komischerweise wollte nie einer mit mir reden, aber an dem Freitag wollte jeder mit mir reden. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Ja, manchmal ist das so. Dann sendet man die Signale aus und dann auf einmal kommt alles zu einem. Das ist der Flow. Wer gute, positive Energie gibt, der kriegt sie auch zurück. Das finde ich sehr gut. Ich wollte eigentlich noch kurz sagen, dass es hoffentlich sich nicht durchsetzt, dass alle am Boden tätowieren, damit es für dich schön weitergehen kann. Und ich fand dein Schlusswort besonders schön. Es sei denn, du möchtest noch etwas Zusätzliches sagen. Nee, ich habe mich gefreut mit dir. Danke gleichfalls. Vielen Dank fürs Interview.